Ein Hammer, ein absoluter Hammer. Silkes neues Buch. Also, ich verlinke euch das unten. Das ist der absolute Hammer. Ich war von dem ersten Buch schon begeistert, aber das zweite Buch, na, ich sage auch dazu, ich bin auch persönlicher Freund von Silke. Also, das heißt, ich bin da auch befangen. Diese Rezension ist jetzt keine Rezension, die jetzt komplett emotional losgelöst ist, sondern ich empfinde große Sympathie für Silke, auch wenn ich nicht alle, oder komme ich auch in der Kritik nachher zum Buch, nicht alle Sachen teile, glaubenstechnisch, die sie in sich trägt, aber als Mensch schätze ich Silke ungemein und die Arbeit, die sie sich mit diesem Werk gemacht hat, das stellt jedes Buch, was sich mit Wildkräutern beschäftigt, was sich mit grüner Ernährung im Allgemeinen ja, beschäftigt, also absolut in den Schatten. Das sind über 420 Seiten prall gefüllt mit Wissen. Und das kann ich jetzt schon sagen, zu einem Einführungspreis von unter 30 €, das hat sie schon gesagt. Ich hoffe, das hat sich nicht geändert. Keine Ahnung, das letzte Mal, wo ich mit ihr geredet habe. Aber ich habe gesagt, das Buch, das ist so ein Buch, was auch 70 oder 80 € wert ist. Das ist ein Nachschlagewerk, das hast du dein ganzes Leben lang. Und da es als E-Book hast, kannst du das auch, wenn du draußen Wildkräuter sammelst. Und das Buch geht nicht nur um Wildkräuter, sondern es geht um alles Grüne. Das geht um alle möglichen Salatsachen, um Gartenkräuter, ich komme da jetzt alles noch gleich dazu. Das hat man als E-Book und das ist super, dass man das als E-Book hat, weil. Und da kommen wir auch noch dazu. Oh gut, ich kann es eigentlich schon sagen, weil manchmal ist es so, bei Büchern, dann hast du halt das Buch und die Bilder sind ja doch recht klein und dann tust du näher ans Auge, aber irgendwann ist so ein Mindestabstand und du kannst dann nicht ganz genau schauen, wegen der Pflanzenbestimmung, was ist das für eine Pflanze. Bei dem E-Book kannst du halt mit den Fingern das tatsächlich immer größer scrollen und du kannst dann wirklich ganz genau schauen, was das für eine Pflanze ist und ob es die Pflanze ist, die, ja, die abgebildet ist und die essbar ist. Es ist aber, wie ich schon sagte, kein Wildkräuterbestimmungsbuch, sondern das ist ein Buch, was die komplette grüne Ernährung, das heißt Gräser selber ziehen, eben die Wildkräuter, die man draußen findet, auch dann die giftigen Doppelgänger, die Algen, die grünen Algen im Meer, was es da gibt, wie man an die kommt, was Bezugsquellen sind, worauf man achten sollte. Das sind die Gemüsesorten, die wir bei uns im Handel finden oder die man selber auch im Garten macht. Sprossen ziehen, Gräser hatte ich schon gesagt. Das ist alles und da wirklich auch der Versuch, komplett das abzuhandeln. Also wirklich alle kompletten gängigen Wildkräuter, alle kompletten gängigen Gräser, alles das, auch die Gemüsesorten und da abzuhandeln. Und das ist nicht nur eine Enzyklopädie von den einzelnen Sachen mit Fotos und teilweise, und das meiste sind selbstgeschossene Fotos, also nicht irgendwelche Fotos irgendwo abkopiert, die man 100 Mal schon gesehen hat, sondern tatsächlich. Ja, Fotos, die auch selbst geschossen sind auf ihren Wanderungen, indem sie Wildkräuter gesammelt hat und dann ja, eben auch zu Rezepten umwandelt. Das ist halt eben, das Buch ist halt eben nicht nur ja, diese Enzyklopädie von diesem Wissensfundus, der wirklich sehr groß ist. Also gerade auch interessante Sachen wie, wann hat was Saison, was kann man davon essen, welche Teile der Pflanze kann man essen, wofür ist es gut, dass man die Pflanze isst. Solche Sachen, sondern sie hat halt auch einen riesigen Rezepteteil und so sehr ich den Wissensteil da auch sage, wow, das ist echt viel Arbeit und so weiter, der ist trotzdem auch, sage ich mal, aus anderen Quellen ja zuziehbar. Ist zwar noch nicht so kompakt wie jetzt in dem Buch, aber ist zuziehbar. Aber was das Buch dann eben besonders macht, sind dann halt die persönlichen Erfahrungen von einer Frau, die wie kaum eine zweite sich intensiv auch mit dem, dass sie das nicht, also die Rezepte, dass sie das nicht nur einfach mal so macht, sondern dass sie das halt immer auch wieder unter Beweis stellt auf Rohkost-Potlucks und in Rezeptevideos bei YouTube, also schon der Öffentlichkeit zugänglich macht. Weil häufig sind solche Wildkräuterhexen oder generell so die Grünen sind oft so soziale Außenseiter und treten gar nicht so sehr ins Licht. Und Silke ist, glaube ich, einer der wenigen, die beides vereint. Einerseits nach außen geht und das auch immer wieder unter Beweis stellt, sich auch der Kritik stellt und andererseits eben diese jahrelange Erfahrung im Bereich Grün, Wildgrün und ja, einfach gesunde, rohköstliche Ernährungsweise hat vereint. Und das sind nämlich die Rezepte. Und das ist, wenn wir beim Rohkost-Potluck immer die Silke kommt und jeder freut sich, wenn Silke kommt, was hat denn die Silke diesmal mitgebracht? Und weil wir wissen alles, wenn Silke was macht, das schmeckt immer echt total gut. Und das, obwohl sie wirklich auf so ungesunde Sachen wie Salz und Zucker weitestgehend verzichtet. Also Zucker ist, glaube ich, gar nicht dabei, aber Salz ist, glaube ich, schon ein paar Mal dabei. Aber
Ja, also letztlich wirklich auf einer sehr gesunden Basis, also auf einer sehr gesunden Basis, wirklich echt tolle Rezepte kreiert. Und da sind ein Haufen Rezepte drin. Also das ist unzählbar, wie viele Rezepte da drin sind. Also da muss man echt sagen, es ist ein Haufen Arbeit. Und ja, nicht nur die Rezepte, wie man sie kennt, mit Zubereitung, 50 Gramm das, das, das und das, sondern es ist auch so ein, ja, einfach so gute Kombination von Wildgrün und Obst zum Beispiel, was im Laufe der Jahre, wo sie gemerkt hat, hey, das passt einfach, es harmoniert gut zusammen. Einfach ganz schnörkellos hintereinander geschrieben, Fakten, Fakten, Fakten. Immer auch ein Foto dabei, weil sie es ja selbst auch macht. Das heißt, das ist nicht irgendwie sich selber irgendwie zusammen gedacht, sondern das anhand von Erfahrungen. Und dieser Rezeptteil ist auch immens groß. Es ist absolut immens. Wie gesagt, 427 Seiten. Absoluter Hammer. Und dann ist natürlich auch so ein Wissensteil oder ein Bewusstmachteil. Zum Beispiel, was ich da gut finde, das Kapitel über die Bitterstoffe. Das ist halt tatsächlich so, dass die Bitterstoffe uns so ein bisschen fehlen in der Ernährung, weil ja vor allem eben süße und salzige Speisen oder auch saure Speisen oder auch scharfe Speisen, alles das dominiert so ein bisschen. Aber die Bitterkeit, was sehr, sehr wichtig ist für uns, die wird uns ein bisschen abtrainiert. Es wird aus allen möglichen Sachen die Bitterstoffe rausgezüchtet. Und das, obwohl sie auch gesund sind. So. Und das Kapitel finde ich sehr gut. Dann muss ich auch sagen, das Kapitel zu den Biophotonen. Das Schöne ist, wenn Silke in dem Buch was über Wissen schreibt, dann gibt sie auch die Quellen an, so wie ich das auch in meinen Büchern mache, dass man weiß, okay, dort kann ich das nachlesen. Das macht aber nicht unbedingt ein Wissen auch für, also automatisch richtig. Und bei dem Kapitel Biophotonen muss ich ganz ehrlich sagen, ohne dass ich mich mit dem Thema intensivst auseinandergesetzt habe, ist es ein Thema, was definitiv nicht der Konsens ist, der allgemeine Konsens derzeit. Und die Ergebnisse, die sie postet, die halten auch wissenschaftlichen Standards nicht stand. Das weiß aber auch Silke. Das weiß ich, dass Silke das weiß. Und Silke weiß auch, dass ich weiß, dass Silke das weiß. Und es ist auch kein Problem, das zu sagen. Das sind aber ihre Überzeugungen und das bringt sie auch in dem Buch hervor. Das sind allerdings, wie gesagt, ja, kleinere Dinge, wo ich sagen würde, hey, da gehe ich jetzt nicht konform und das ist auch nicht essentiell, weil essentiell ist, du hast haufenweise mineralstoffreiches, voller Bitterstoffe, teilweise, manche sind auch sehr mild, Wildgrün, du kannst Gräser und du kannst Sprossen, du kannst Gemüsesorten, Gartenkräuter, du kannst alles, du hast alles um dich herum und da solltest du mehr von essen. Und wie man das eben zum Beispiel zubereitet, also Sprossen und Gräser, woran erkennt man Gräser? All diese Dinge, wie man Gemüsesorten, gegen was manche Gemüsesorten gut sind, wobei Wildkohl halt eben immer zu präferieren ist. Aber all das, das ist halt in dem Buch so wirklich auch wissenschaftlicher Konsens und das ist was der Hauptwert des Buches ist. Was man sagen muss, ist, dass zwar viel auch über Gartenkräuter geredet wird, aber es gibt kein Thema, also kein Kapitel, wo sich tatsächlich so um die Gartenarbeit oder die Gartenaufzucht, wo es da handelt, also wie man so pflegt, also in dem Garten. Also wer jetzt so einen Gartenratgeber sucht, der ist da nicht gut mit. Das ist wirklich für Menschen eben authentisch, wie Silke selber ist. Sie eben keinen Garten hat, sondern eben alles zu Hause macht, was der Standard für die meisten Menschen ist, alles zu Hause macht oder dann halt eben rausgeht in die Natur, in den Garten Natur und dort eben pflückt. Und ich finde es auch sehr interessant, dass bei Silke auch ihre Änderung abzulesen ist. Also früher hat sie zum Beispiel die Wildkräuter nie gewaschen. Sie hat die Wildkräuter einfach so aus der Natur gegessen. So, mittlerweile ist sie da vorsichtiger geworden, aus ihrer Argumentation heraus, dass unsere Umwelt schadstoffbelastet ist und dass sie diese dann, ich glaube, in einer Natronmischung dann eben zu Hause auch wäscht, die Wildkräuter. Auch da habe ich mir noch kein endgültiges Urteil abgeliefert, aber da ist sie zum Beispiel auf jeden Fall eher auf der Seite der Wissenschaft, dass man dann halt Sachen, ja, waschen sollte. Ich bin da intuitiv eben noch nicht der Meinung. Ich denke, auch in einer vergifteten Umwelt ist es tatsächlich so, dass wir dem Gift nicht entrinnen können und ja, das Gift zwangsläufig so oder so immer zu uns nehmen und dass einfach der Stress, der damit assoziiert ist, die Dinge, also möglichst schadstofffrei und Vorsicht vor allem, dass das einen negativeren gesundheitlichen Schaden hat als der Nutzen, wenn man halt auf dieses alles penibel achtet. Aber das ist meine Sache. Aber es ist halt schön, dass man bei Silke auch so ein bisschen die Entwicklung von Silke ja, in dem Buch auch mit ja, erkennt. Ja, bei den Doppelgängern ist auch nur eine kleine Kritik,
da sind einige nicht fotografiert. Die hat sie einfach dann nicht gefunden und dann hat sie auch kein Foto dazu gemacht und hat wahrscheinlich auch keins bei Pixabay oder bei solchen Plattformen genutzt, wo man kostenlos eben auch kommerziell die Fotos nutzen kann. Und da gibt es dann halt kein Foto dazu. Bei den Doppelgängern ist mir das aufgefallen, aber die sind teilweise auch sehr, sehr schwer zu finden, das muss man auch dazu sagen. Ja, aber das ist auch Kritik auf sehr hohem Niveau. Was ich interessant finde, dass sie auch die AFA-Alge sehr stark kritisiert, obwohl sie als sehr, sehr gesund gilt. Das heißt, das ist kein Buch, was alles, was irgendwie irgendwo an irgendeiner Stelle als gesund ja, zu finden ist, dass sie sagt, ja, das ist gesund, und das, sondern es ist immer auch persönliche Erfahrung und wirklich auch ausgehend von ihrem Wissen. Und das mit der AFA-Alge, das habe ich und ja, die Silke quasi auch gemeinsam erfahren, damals in einem Interview mit Jörg, der von der Algenfarm, und dann es erklärt hat, warum die AFA-Alge ja, eher gesundheitlich bedenklich ist, als dass sie Vorteile hat und warum die Industrie gewisse Sachen verschweigt. Auch das tut sie in ihrem Buch schön darstellen. Ja, alles in allem ist es ein Buch, wo ich wirklich, was auch definitiv in meiner Infobox dauerhaft erscheinen wird, wo ich wirklich den Hut ziehe für Silke, wo ich sage, wow, echt, fetten Respekt, das ist ein richtig großer, kompletter Wälzer, der in keinem Bücherschrank oder in keinem Handy, weil es ein E-Book ist, fehlen darf. Das ist wirklich eine 100% Empfehlung, und für den Preis und jetzt gerade beim Einführungspreis, weiß ich, wie lange der noch gilt, ja, einfach absolute Kaufempfehlung, ohne Wenn und Aber. Wenn ihr das Geld habt, das zählt natürlich immer dazu, dass ihr das locker machen könnt, und ja, also von daher, schaut es euch mal an und liebe Grüße an Silke. Danke, dass ich ja auch das Buch jetzt meinen eigenen nennen darf. Und ja, an alle anderen, kauft das Buch und wir sehen uns übermorgen wahrscheinlich wieder zu dem neuen Video. Euer Christian. Tschüss.